Hallo und herzlich willkommen zum Starter Depot. Wir werden jetzt uns um die nächste Aktie kümmern, die den Weg in den Starter Depot findet. Wir bauen ein Starter Depot auf. Wir gehen von 0 auf 100. Unser Ziel ist es, ein langfristiges Depot aufzuziehen und von steigenden Dividenden insbesondere auch zu profitieren, weil wir haben die Dividendensteigerungsstrategie ausgewählt. Wer mehr zu dem Vorgehen wissen möchte, es gibt ein Video dazu und es gibt auch hier auf wachstumswerte.net auf meinem Blog das Starterdepot. Und da haben wir dann die Anlagestrategie, haben jetzt auch noch ein paar Screenshots drin von der Gewichtung der Branchen und von der Zielgewichtung nach Regionen. Kommt wahrscheinlich am Ende eh ein bisschen anders, aber man braucht ja eine gewisse Vorstellung, wo es hingehen soll. Wir haben in den letzten beiden Videos uns jeweils eine Aktie hier für diesen Bereich Technologie und für diesen Technologiebereich geschnappt. Das war eher der softwarelastige und zwar der hardwarelastige Bereich. Das Rennen hier hat gemacht Microsoft und hier jetzt in der letzten Abstimmung Cisco Systems. Also Glückwunsch und vielen Dank an alle, die abgestimmt haben. Es gab über 1700 Klicks auf die Abstimmung. Also es war eine sehr rege Teilnahme und Cisco Systems hat gewonnen. Und ich habe dann entsprechend auch hier den Sparplan schon angelegt. Wir haben jetzt also, oder ich habe jetzt einen Sparplan für Microsoft und wir haben jetzt, oder ich habe jetzt auch einen Sparplan für Cisco Systems. Bei mir werden die Sparpläne zum ersten Monat, also zum ersten des Monats immer ausgefüllt, also jetzt 1. Juli, weil das für mich ein bisschen die Verwaltung vereinfacht. Wer sich daran orientiert, ist natürlich jedem freigestellt. Der kann ja Sparpläne dann ausführen, auch zur Mitte zum Beispiel des Monats. Bei Consors jedenfalls geht es. Apropos Consors, wir haben ja hier die Consorsbank. Es gibt auch andere Online-Broker, die Sparpläne anbieten, beispielsweise hier die comdirect. Ich habe auch gelernt, Sparkassenbroker bietet auch Aktiensparpläne an. Wer noch kein Depot hat und für wen eines dieser beiden Depots, die sind beide sparplanfähig, hier gibt es keine Sparpläne in Frage kommt, der kann über diesen Affiliate-Link beispielsweise Depot aufmachen. Und dann kriegen wir eine kleine Affiliate-Provision und geben einen Teil davon in Form einer Vollmitgliedschaft im Aktienfinder wieder an dich zurück, sodass du dann hier den Aktienfinder als Vollmitglied benutzen kannst für 90 Tage. Gehen wir jetzt mal hier zum Aktienfinder selbst und gucken uns oder kümmern uns jetzt darum, dass die nächste Aktie reinkommt. Vorher aber noch ganz wichtig, der kleine Risikohinweis. Mit Aktien kann man Geld verlieren, insbesondere kurzfristig. Ist unmöglich vorherzusagen, wo die Aktien bzw. Börsenkurse in der nächsten Woche beispielsweise stehen. Und insofern können die Börsenkurse von jeder Aktie auch mal einbrechen. Und ich habe keine Glaskugel. Ich weiß nicht, wann die nächste Korrektur kommt oder sogar der nächste Crash. Und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Das ist ein Community-Projekt, so nehme ich das jedenfalls wahr. Und ich schlage Aktien vor. Und ja, Outlook hätte ich auch mal schließen können. Ich schlage Aktien vor und ihr stimmt dann darüber ab, welche der Aktie das Rennen macht und die füge ich dann dem Starter Depot hinzu. Ich investiere mit meinem eigenen Geld. Aber was ihr natürlich mit eurem Geld macht, könnt euch inspirieren lassen, aber ihr müsst euch hier auf jeden Fall eigene Gedanken machen, dass es in eure Anlagephilosophie reinpasst und ihr seid ja letztendlich auch selbst für euer eigenes Geld verantwortlich. So, das war der wieder eher unschöne Teil und jetzt kommen wir eigentlich dazu, dass wir uns Industrieaktien raussuchen, um am Ende über eine Abstimmung eine Aktie zum Sieger zu küren. Die Industrieaktien allgemein oder die Aktien in diesem Sektor sind meist etwas weniger bekannt als die Aktien jetzt im Technologiesektor. Also Microsoft kennt beispielsweise jeder. Hier gibt es auch bekannte Aktien wie Boeing oder so. Aber hier gibt es auch viele Unternehmen, von denen man wirklich noch nie gehört hat. Und tendenziell ist die Marktkapitalisierung bei diesen Technologiegiganten größer, als sie hier der Fall ist. Ich musste immer gucken, welche dieser Aktien sparplanfähig sind. Und das hat es ein bisschen eingeschränkt, die Auswahl. Habe aber dann noch drei vielversprechende Aktien meines Erachtens gefunden, die dann in die Auswahl kamen. Insgesamt sieht man, dass es doch hier relativ viele gute Aktien gibt, insbesondere da oben hier im Industriebereich. Und wenn man dann nochmal weiter runter geht, da gibt es ja einen Unterschied innerhalb der Industrie unterschiedliche Branchen und dann gibt es dann auch wieder relativ gute Unternehmen. Und da habe ich eben ein bisschen was rausgepickt, beziehungsweise drei Aktien. Und hier sind sie dann auch schon. Es handelt sich um Fastenal, MTU Aero Engines und Union Pacific. Zwei dieser Unternehmen sind aus den USA und MTU Aero Engines ist aus Deutschland.
dann würde ich sagen, oder gucken wir uns hier mal die Marktkapitalisierung übrigens an, sieht man, dass die ja deutlich kleiner ist als die Marktkapitalisierung der Tech-Giganten. Ich meine, 10,5 Milliarden Euro ist immer noch eine gewisse Summe, aber es hat deutlich weniger als 600, 700 Milliarden Euro. So, da fangen wir mal an mit Fastenal. Und was machen die überhaupt? Da müsste ich jetzt mal, oder da gehe ich jetzt mal hin und gehe mal auf die Homepage von denen. Die beliefern Industrie und Bau in den USA in erster Linie mit, nennen wir es mal, Zubehör. Und zwar Zubehör, alles Mögliche, Scotchband, Schrauben, Scharniere, sogar Mülleimer sind dabei, Motoren, Dichtungen, Ventile, Sicherheitskleidung, also von allem Möglichen was dabei. Und das klingt jetzt relativ wenig spektakulär, aber was man sieht, das ist einfach, wenn wir hier dieses rechte Chart zu Gemüte führen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Also wenn es einen absolut wichtigen Chart gibt, der Aussage gibt darüber, ob das Unternehmen langfristig erfolgreich ist oder nicht, dann ist es der hier. Man sieht hier die Umsätze und man sieht, wie die Umsätze schön steigen. Natürlich mit diesem typischen Rückschlag hier während der Finanzkrise. Und wir sehen dann auch, dass wir hier operative Margen haben. Die sind sehr stabil hier bei 21,5%. Dann ging es ein bisschen runter um 1%, 1,5%, aber seitdem wieder extrem stabil bei leicht über 20%. Das ist also ein sehr, sehr stabiles Geschäftsumfeld, was wir hier vor uns haben. Und die Gewinne, beziehungsweise Entschuldigung, die Umsätze, die steigen eben auch sehr schön weiter. Das Wachstum, das war in der Vergangenheit vor allem getrieben durch neue Filialen, die eröffnet worden sind. Fastenal hat momentan 3.121 Filialen. Ich war da im Jahresbericht, beziehungsweise auf der Homepage von denen, habe mir das angeschaut. Der Wachstumstreiber Nummer 1 ist jetzt seit einigen Jahren aber nicht mehr die Filiale bzw. das Wachstum der Filialen, sondern man geht jetzt andere Wege. Man versucht, die Kundennähe zu verstärken, weil bei Filialen, da muss ja der Kunde in die Filiale gehen quasi, um zu verkaufen. Jetzt gibt es Fabrikverkauf, aber Fabrikverkauf nicht in dem Sinne, dass der Kunde jetzt in die Fabrik von Fastenal geht, sondern Fastenal geht in die Fabrik des Kunden und verkauft da seine Produkte. Beispielsweise über Automaten, wo man diese Sicherheitshandschuhe, die wir da gesehen haben, dann kaufen kann. Ein anderer Weg, wie Fastenal weiterhin wächst, das ist Internationalisierung. Also Fastenal hat auch viele Großkunden. Und diese Großkunden sind beispielsweise schon international tätig und dann geht Fastenal den Weg mit ihnen. Und dann beispielsweise auch noch E-Commerce. Ist ja klar, das macht eigentlich so gut wie jedes Unternehmen. Was wir dann hier sehen, das sind die steigenden Gewinne und die steigenden operativen Cashflows und dann in diesem Zusammenhang auch steigende Dividenden. Und man sieht, dass das Geschäft also wirklich zuverlässig auch dann entsprechend die Gewinne und operativen Cashflows erhöht. Wenn wir den freien Cashflow mal reinmachen, dann sehen wir, dass der schon relativ nah am Anschlag ist, was die Dividenden betrifft. Und das sieht dann erstmal nicht so schön aus. Deshalb gehen wir mal in die Vollanalyse. In der Vollanalyse sehen wir ja noch ein bisschen mehr. Nämlich, das sehen wir ja auch noch hier die bilanzielle Stärke des Unternehmens, also wie viel Substanzkraft die quasi hat oder wie stark die aufgestellt sind bilanztechnisch. Und wenn wir hier ein bisschen reinzoomen, dann sieht man ja vor allem eins, nämlich dass die Schulden doch relativ gering sind. Also dieser rote breite Balken, der geht im Vergleich zu den gesamten Vermögenswerten des Unternehmens nicht besonders hoch. Und wenn wir die Schuldenquote ja mal hier noch einblenden, dann sehen wir, dass die aktuell bei knapp unter 35% liegt. Also die ist hier jetzt leicht angestiegen, aber die ist immer noch sehr moderat insgesamt. Und das ist definitiv ein Plus, was jetzt dann die Tilgungskraft angeht, die ja beschreibt, inwiefern die Dividende aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Die war hier mal negativ gewesen und die ist jetzt aber seit einigen Jahren positiv. In 2016 war es immer mal leicht negativ. Ist vielleicht Wäre schöner, wenn der Free Cashflow noch etwas höher wäre, aber das sind halt die Investitionen, die das Unternehmen tätigt auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir aber eben dieses sehr stabile Geschäftsmodell mit den sehr stabilen Margen und den weiter wachsenden Umsätzen und einer an sich sehr, wie ich finde, starke Bilanz ohne überhaupt irgendeinen Goodwill beispielsweise und mit einer relativ niedrigen Verschuldung. Das und
Cash ist zwar relativ knapp, wenn man hier ist, mit 186 Millionen würde nicht reichen, um eine Jahresdividende zu decken. Es deckt nicht mehr ganz 50% der ausgeschütteten Dividende eines Jahres. Aber das ist auch nicht schlimm, weil wenn man so eine Bilanz hat und man geht beispielsweise zu einer Bank, dann kriegt man ohne Probleme Fremdkapital und könnte das umwandeln in Cash, wenn man es denn bräuchte. Man braucht es vermutlich nicht, weil eben hier das Geschäftsmodell extrem stabil ist. Wenn wir uns die Bewertung angucken, da würde ich vorschlagen, das machen wir mal hier. Da möchte ich noch mal ein bisschen reinzoomen. Und dann sehen wir, dass der Kurs, der momentane Kurs, relativ nah am Hoch ist. Das Hoch war bei knapp 36 US-Dollar. Momentan sind wir bei etwas über 32 US-Dollar. Und interessant ist hier, dass der faire Wert höher liegt. Das heißt, wir hätten hier theoretisch eine Unterbewertung und wäre noch etwas Luft nach oben bezüglich der historischen Bewertung. Das kontrastiert jetzt mit etwas mit den Aktien, mit denen wir uns zum größten Teil vorher rumgeschlagen haben im Technologiebereich, wo die Bewertungen ja doch recht ambitioniert gewesen sind. Die Dividende liegt momentan bei 2,6% ungefähr und es ist die höchste Dividende hier von allen drei Unternehmen. Dann verlassen wir mal Fastenal und gehen zu M2 Aero Engines, den deutschen Kandidaten. Und die haben eine Dividendenrendite von 1,4% ungefähr, also relativ niedrig. Wir gucken uns dann die anderen Kennzahlen noch an zur Dividende. MTU Aero Engines, das ist Technology made in Germany und die sind ein führender Hersteller von Triebwerken. Ich habe gelernt, oder Komponenten von Triebwerken, sie stellen keine kompletten Triebwerke her, sie stellen Komponenten von Triebwerken her und die Endmontage machen dann andere. Ich habe gelernt, dass in 30% aller Flugzeugtriebwerken weltweit Technologie von MTU Aero Engines enthalten ist. Man kann also schon sagen, dass man es hier mit einem Weltmarktführer zu tun hat. Und wir sehen jetzt auch hier langfristig, die Margen sind nicht ganz so stabil wie jetzt beispielsweise bei Fastenal, aber sie sind im Steigen begriffen, tendenziell über längeren Zeitraum gesehen und liegen momentan auf Allzeithoch, also die operative Marge, die ist für mich das Wichtigste und wir sehen auch, dass die Umsätze gesamthaft steigen. Und wenn es mehr Flugzeuge gibt, dann werden auch mehr Triebwerke benötigt. Und selbst dann, wenn das wenn der Absatz von Triebwerken konstant ist, dann hat MTU Aero Engines noch ein zweites Geschäftsfeld. Das ist nämlich die Wartung dieser Triebwerke. Da ist MTU Aero Engines ebenfalls mit im Boot. Und das Ganze hier, also dieses Umsatzwachstum und da ist auch die angezogenen operativen Margen, die sorgen natürlich dafür, dass dann auch die Gewinne langfristig steigen. Wenn wir uns hier den Free Cashflow einblenden, dann sehen wir, dass der jetzt hier locker gedeckt ist. Wir sehen aber auch, dass es einige Jahre gegeben hat, wo die Dividende wenigstens durch den Free Cashflow nicht gedeckt war. Übrigens ist der Free Cashflow nicht das Maß aller Dinge bezüglich der Ausschüttungspolitik von MTU Aero Engines. Da ist es nämlich das bereinigte Jahresergebnis und man strebt an, 30% des bereinigten Jahresergebnisses auszuschütten. Und wenn ich jetzt einfach mal hier grob peile, dann würde ich sagen, es kommt so in etwa hin hier, ja, dass das ungefähr ein Drittel ist von diesem gesamten Strecke hier. Hier haben wir ja den bilanzierten Jahresgewinn, der ist jetzt nicht bereinigt, aber ungefähr kommt es hin. Hier natürlich auch noch interessant, wie stabil ist die Bilanz dieses Unternehmens. Und dann sehen wir hier, dass die Verschuldung ja definitiv höher ist als jetzt beispielsweise bei Fastenal auf der einen Seite. Man sieht aber, wenn man hier mal ranzoomt, sieht man, dass sich die Situation verbessert hat. Also die Schuldenquote ist hier gesunken von 2016 auf 2017. Hier 2016 war es noch 77%, dann ist er gesunken auf 70%. Und was da passiert ist, die Antwort findet man in dem Chart hier. Da sehen wir nämlich, dass die Anzahl der ausstehenden Aktien hier um 5% zugenommen hat. Und das ist halt so eine Kapitalerhöhung. Es gab also neue Aktien. Ich habe auch dann geschaut, was es genau war. Wenn ich mich richtig erinnere, war es eine Wandelanleihe, die dann in Aktien konvertiert wurde. Das heißt, Schulden wurden Eigenkapital, sodass dann hier in 2017 die rote Säule, man sieht es, ein bisschen nach unten gegangen ist. Und das war eben dann diese Wandelanleihe. Hier unten sieht man dann noch eben, dass in den letzten Jahren dann auch die Tilgungskraft positiv ist, das heißt, die Dividende gedeckt ist.
Und durch die doch relativ stark anziehenden Gewinne hier haben wir auch einen Sprung bei der Dividende. Waren es 2017 noch 1,90 die Dividende, so ist sie jetzt bei knapp 2,90, also 2,85. Und wir gehen dann hier weiterhin von doch ja, stattlich steigenden Gewinnen, stattlich steigenden, nicht nur Gewinn, ja, aber auch Dividenden eben aus. Und kombiniert damit, dass wir hier eben Weltmarktführer haben, Made in Germany, und dass hier das Ganze auch schön läuft, habe ich mir gedacht, nehmen wir mal die Aktie ebenfalls ins Programm auf. Wir haben hier allerdings auch einen guten Lauf der Aktie. Das heißt, die ist jetzt ein bisschen momentan, ja, sie ist jetzt am Allzeithoch mit einem Kurs von 205 Euro. Und es würde ein bisschen dauern, nämlich bis 2020, also übernächstes Geschäftsjahr, dass dann der faire Wert erreicht wäre. Aber da man ja hier mit Sparplänen vorgeht, ist dann beispielsweise, ja, entschärft sich die Thematik ein bisschen durch den Cost-Average-Effekt. Dann kommen wir mal zu Union Pacific als Nummer 3, und die haben die allerhöchste Marktkapitalisierung von den drei Kandidaten. Und hier ist es, das handelt, hier handelt es sich um ein Eisenbahnunternehmen in den USA. Hier sind sie. Und die haben ein eigenes Streckennetz, und das erstreckt sich über 32.000 Meilen. Also weiß nicht, wie viele Kilometer werden das sein, 40.000 oder ein bisschen mehr. Oder ich glaube ein bisschen mehr. Und das ist ja allein schon ein Burggraben an sich. Also dass jemand jetzt in ein anderes Unternehmen hingeht und einfach mal hier so viele Gleise legt und dann unter anderem ja auch die Lokomotiven und Waggons kauft. Die haben 6.652 Lokomotiven und 34.597 Waggons. Und die karren so ziemlich alles durch die USA, was die amerikanische Wirtschaft so zu bieten hat, also Kohle, Chemie, Rohstoffe, halbverarbeitete Produkte aus der Industrie, fertig verarbeitete Produkte wie Autos, landwirtschaftliche Produkte, Soja, Weizen, also alles Mögliche wird da kreuz und quer durch die USA gekarrt. Nur nicht an die Ostküste, da haben die kein eigenes Streckennetz, aber ansonsten ist das alles ziemlich ausgebaut. Und wenn wir uns hier dann auch die Umsätze angucken, also die Umsatzentwicklung, dann haben wir ja auch die typischen Einbrüche, Finanzkrise und operative Marge. Und wir sehen, dass die operative Marge auch sehr konstant steigt und doch ja, beachtlich, also hier von unter 25% auf 37%. Das Ganze übersetzt sich dann natürlich auch in steigende Gewinne, steigende Cashflows. Und blenden wir mal den freien Cashflow ein, dann sieht man, dass der hier auch deutlich über den Dividendenausschüttungen liegt. Hier ist also noch mächtig Platz, oder mächtig, hier ist noch genügend Platz, sodass man nicht um die Dividende zittern muss. Wenn wir mal die Bewertung anschauen, dann sehen wir, dass auch die Aktie hier langfristig gestiegen ist und dass wir momentan einen guten Lauf hatten von der Aktie. Sie ist nah am Allzeithoch. Das Hoch war bei etwas über 170 Dollar. Momentan sind wir bei 166 US-Dollar. Sind, was die Bewertung angeht, wieder ein bisschen vom fairen Wert davongelaufen. Der faire Wert wäre irgendwo zwischen, je nach Berechnung, 140 und 160 US-Dollar. 160 US-Dollar, das wären die Dividenden. Hier bräuchten wir auch noch ein bisschen bis 2020, dass wir hier irgendwo beim fairen Wert eingependelt werden, was den aktuellen Kurs angeht. Und die Dividende liegt bei etwas über 2%. Wenn wir hier noch eine Übersicht machen bezüglich den Dividenden, dann sehen wir ja eben, dass Fastenal die höchste Dividende bietet, gefolgt von Union Pacific mit 2% und 1,4% unser lokaler Heimmatador. Die Ausschüttungsquoten, die sind bei Fastenal eben relativ hoch, was die Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow angeht. Und relativ gemäßigt momentan bei MTU Aero und bei Union Pacific sowieso, also auch historisch gesehen. Hier haben wir dann noch die Steigerungsraten historisch der Dividende, ist auch immer interessant. Im zweistelligen Bereich in der Vergangenheit bei allen. Bei Union Pacific sogar mal hier über 20% im jährlichen Mittel auf die letzten 10 Jahre, hat sich dann etwas entschleunigt auf 14%, immer noch stattlich, und würde dann jetzt wieder anziehen auf 18% sogar. Das ist die Schätzung vom letzten Jahr zum laufenden Geschäftsjahr. Bei MTU Aero Engines haben wir gesehen, dass die Umsätze sehr deutlich, Gewinne sehr deutlich angezogen haben. Insofern rechnen wir hier weiter mit stark steigenden Dividenden. Und bei Fastenal hätten wir jetzt momentan etwas niedrigeres Dividendenwachstum von 7,8%, aber ist wahrscheinlich immer noch mehr als das durchschnittliche
Also die durchschnittliche Gehaltssteigerung und die Stabilität der Dividende, die ist bei allen drei Kandidaten sehr hoch. Was wir jetzt neu im Aktienfinder haben, das ist übrigens der Dividendenbenchmark. Und den habe ich jetzt schon mal so eingestellt, dass wir hier alle drei Unternehmen haben. Also ich habe jetzt erstmal, hier haben wir jetzt momentan Union Pacific ausgewählt. Und da sehen wir jetzt die Steigerung der Dividendenrendite. Das wäre dann quasi die Steigerung der persönlichen Dividendenrendite. Fängt an im nächsten Geschäftsjahr. Deshalb ist die schon ein bisschen höher als mit 2,18%, als die 2%. Das ist also die geschätzte Dividendenrendite für die nächsten Jahre. Also das, was die Analysten genau sagen. Und danach gibt es einen Algorithmus. Und der rechnet quasi aus oder schätzt, wie die Dividendenrendite sich entwickeln wird im weiteren Zeitverlauf. Und da sehen wir, dass dann, falls wir die Aktie jetzt kaufen würden, wie sich dann unsere persönliche Dividendenrendite bezogen auf den Kauf entwickeln würde. 2039 hätten wir dann 14,5% persönliche Dividendenrendite. Bei Fastenal sieht es so aus, momentan etwas höhere Dividendenrendite, aber relativ bald würde sich das überschneiden, 2022 ungefähr, und da ja jetzt wir hier niedrigeres Dividendenwachstum haben, haben wir ja hier gesehen, wird es dann irgendwann überholt und steigt die Dividendenrendite dann langsamer an. Bei MTU Aero Engines hätten wir dann ungefähr ein gleiches Dividendenwachstum zu erwarten, wenn es denn so kommt, wie bei Union Pacific. So, und das war jetzt die Vorstellung der drei Aktien hier. Bin mal gespannt, wer das Rennen macht. Dann lassen wir uns mal überraschen. Also viel Spaß beim Abstimmen. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.